Hallöchen! Willkommen zum nächsten Guide unserer Walheim-Guide-Serie. Ja, und heute geht es darum, wie ihr diese schönen, prächtigen Wildschweine euch selber züchten könnt. Damit ihr immer schön, zumindest die normale Lederpinsel, wie sie glaube ich hießen, diese Lederhaut, Lederhautpinsel, irgendwie sowas hieß es, auf Lager habt. Und natürlich auch ein bisschen Fleisch. An sich ganz, ganz einfach. Also ihr seht, das eine hier, das habe ich schon gezähmt, das... Hier kann ich, steht dran, Wildschwein zähmen, scheint fröhlich zu sein, können wir auch streicheln, wenn wir wollen. Ne, es liebt uns, finden wir sehr schön. So, und sich so ein Schweinchen zu zähmen, ist eigentlich gar nicht so schwer. An sich sogar relativ einfach. Bei mir hat sich jetzt dieser Steinkreis als Gehege sehr gut angeboten, direkt an unserer Base. Wie ihr seht, ich habe auch ein bisschen weitergebaut, deswegen gab es auch jetzt 2-3 Tage keine Guides, weil ich erstmal selber ein bisschen weitermachen musste. Ja, nachdem wir jetzt halt mit Regalen Platz geschafft haben, eine schöne Rüstung hier geholt haben, müssen wir jetzt noch ein bisschen was tun. Und so ein paar Schweinchen sich zu züchten, ist glaube ich auch nicht verkehrt. Erstmal müsst ihr euch halt ein Gehege bauen, das würde ich euch von Anfang an empfehlen. Ihr könnt ja hier so einen schönen Zaun dann beispielsweise bauen. Und macht euch auf jeden Fall erstmal eine Tür rein, bis ihr 2 Schweinchen habt. Weil dadurch könnt ihr das dann reinlocken. Ihr müsst dann nicht wieder was abreißen und neu aufstellen. Die Werkbank habe ich drin gelassen, weil sich bei mir irgendwie herausgestellt hat, dass sie ihre Aggression dann erstmal an der Werkbank ablassen und nicht die Zäune kaputt machen. Ich gehe dann immer mal zwischendurch gucken, ob ich sie reparieren muss oder nicht. Dementsprechend habe ich da drin stehen gelassen erstmal. Dann nehmt ihr euch natürlich am besten irgendwie Bärchen oder Pilze. Ich habe jetzt gerade keine mehr drinnen, ist aber nicht so schlimm. Macht die euch dann zu einer Stacks. Das würde ich euch empfehlen, ne? Also macht euch das klein, verteilt das über ein Gehege, schmeißt rein, dass überall ein bisschen Futter rumliegt, damit das, egal wo das Schweinchen dann im Gehege rumläuft, halt immer Futter bekommt, damit es ja weiter gezähmt wird, damit das Eingewöhnen des Schweinchen voranschreitet halt. Und wie wir das halt machen, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ist an sich auch relativ simpel. Das Schweinchen muss nicht zwingend direkt bei euch vor der Tür spawnen. Das kann ruhig etwas weiter weg sein. Das werde ich euch jetzt nämlich mal zeigen. Wenn wir dann eins finden. Normalerweise müssten hier welche rumlaufen. Ja, da sind welche. So, dann ist das nämlich ganz einfach. Wir gehen einfach hin, nehmen schon mal unser Schild fürs Blocken. So, bis das hier so aggressiv wird, das Ausrufezeichen dran ist. Weil die laufen uns ja dann hinterher. So, jetzt müssen wir kurz warten. Und ihr seht ja, wir sind ein Stückchen weg von zu Hause. Jetzt kommt es gerade wieder. Jetzt können wir es wieder... Oh, jetzt ruckelt es gerade, weil die Welt speichert. Können wir es so langsam in unsere Richtung ziehen. Also wie gesagt, die müssen jetzt nicht zwingend direkt ganz nah an eurer Base spawnen. Ihr seht, wir waren ja jetzt auch ein gutes Stück weg. Aber das Schweinchen kommt halt mit uns. Das ist sehr angenehm. Oh, das geht auch ohne Schild. Ne? Wollt ihr eine Runde schwimmen gehen noch vorher? So, dann gucken wir mal, unser Schweinchen ist gerade weg, aber das ist eh schon gezähmt. Na komm. Komm, komm, komm. So, machen wir eben die Tür auf, weil jetzt hat es uns getroffen. Na komm. Jetzt hängen wir hier selber noch fest. Nee, nicht darum. Mensch, du Blödmann. Komm, komm hierher. So, hat doch mit dem anderen auch so wunderbar geklappt. So, jetzt ist es drin. Tür zumachen. Rausspringen, sich halt das Schweinchen beruhigen lassen, ne, dass das halt das Ausrufezeichen wieder weg ist. Ja, jetzt seht ihr, es reagiert sich direkt an der Werkbank ab. Den Zaun lässt es an sich in Ruhe. Ja, ne, jetzt rennt es wieder zur Werkbank. Ist ganz angenehm, da muss man nicht immer nach dem Zaun gucken. So, der Vorteil ist jetzt, dass natürlich überall Futter drin liegt. Also da müsst ihr auch immer ein bisschen drauf achten, dass halt genug Futter drin ist. Da hinten an der anderen Seite ist aktuell nichts mehr. So, jetzt hat es sich beruhigt. Wir schleichen uns mal ein bisschen an. Ich hoffe, von der Seite geht es jetzt auch. Das steht ein bisschen schräg, das Schwein. Ja, man sieht es noch nicht. Wir laufen mal eben hier hinten rum. Das ist ja schon gezähmt, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Jetzt drehst du dich, ne? War ja klar. So. Schleichen uns trotzdem mal an. Normalerweise sieht man da jetzt so Herzchen. Warum man sie jetzt gerade nicht sieht, kann ich euch nicht sagen. Und man sieht, wenn man nah genug... Ah, jetzt da, ne? Jetzt kommen so Herzchen.
Jetzt ist es halt quasi das Futter am Essen. Das heißt, es wird langsam eingezähmt. Ja. Nicht aggressiv werden. Genau, das wollte ich euch zeigen. Wenn ihr nah genug dran seid, ist es leider wieder weg. Das war diese kleine weiße Schrift, die da kurz eingeblendet wurde. Dann wird euch der Status angezeigt, wie weit das schon gezähmt ist. Und aus meiner Erfahrung hier mit dem ersten Schweinchen, es dauert so etwa 3 bis 4 Ingame-Tage, dann habt ihr das jetzt auf 100%. Vorausgesetzt natürlich, ist genug Futter im Gehege. Das wäre die andere Sache. Oh, eine Möwe. Die nehmen wir doch direkt mit, wenn sie hier schon einmal landet. Federn kann man immer brauchen. Oh, jetzt ist das Schwein wieder aggressiv, aber ist nicht schlimm. Hat ja den Tisch zum Abreagieren. Ja, und das dauert halt, ne? Da müsst ihr ein bisschen warten. Und wenn die dann beide friedlich sind, dann fangen die an auch, beide 100% haben, dann fangen die an Nachwuchs zu bekommen. Und wenn ihr halt an dem Punkt seid, dass ihr ein bisschen Nachwuchs da, ein paar Schweinchen habt, dann könnt ihr einfach welche killen, habt Fleisch und dementsprechend die Häute. Und so könnt ihr euch dann ganz einfach ein Gehege anlegen. Das mit den Kindern, das dauert natürlich auch ein bisschen, das werde ich euch dann gleich nochmal zeigen, wie das dann aussieht. So, hier kann ich euch das nochmal eben zeigen. Ich habe jetzt gerade eine schöne Stelle erwischt. Ich habe mich hier hingeschlichen. Das Schwein kam mir die Stelle runtergelaufen. Und da kann man mal sehen, eine Zahmheit steht jetzt 46%. Wir sind jetzt bei knapp 1,5 Tage, die es drin ist. Also das haut so etwa mit den 3 bis 4 Tagen hin. Was ich gesagt habe, kommt ihr immer drauf an, wann am Tag ihr das dann natürlich gefangen habt. Dementsprechend verzieht sich das ein bisschen. Das ist jetzt schon 1% gestiegen. Das ist schon bei 47%. Ich habe auch nochmal Zeug nachgeworfen, überall. Dann können wir auch hier an der Stelle hier vorne nochmal, könnte noch was hin. Nehmt euch wieder einfach so ein Stack. Na, da sollte es eigentlich nicht hin, das sollte da vorne hin. Probieren wir mal hier unser Glück. Na ja, da wollte ich eigentlich in etwa hin. Na, dass halt wirklich überall Futter liegt, damit egal wo er hinläuft, hier in die Ecke könnte auch noch Futter. Also wirklich egal. Ne, müssen wir einmal drehen. Wir müssen immer da hinschauen, wo wir hinwerfen. Okay, hier mit der Ecke, das wird wohl gerade nichts, aber ist nicht so schlimm. Ist insgesamt genug Futter drin. Und dann, wie gesagt, wir sehen uns, wenn wir dann den ersten Nachwuchs haben. Ja, Leute, da ist das Ferkelchen. Ging schneller als gedacht. Na, wo ist es denn jetzt hin? Put, 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 da ist es doch. So. Ja, ich habe noch nicht mal 2 Ingame-Tage, jetzt knapp 1,5 Tage Ingame, da war das Ferkelchen da. Ich habe gerade nur so einen lauten Ferkelschrei gehört, so denkst du, was ist los, wird mein Gehege angegriffen? Nee, das Ferkelchen ist gespawnt, also es ging wirklich relativ schnell. Da war ich jetzt selber überrascht. Ja, natürlich haben wir jetzt unseren ersten Nachwuchs, das heißt, es funktioniert hier alles. Wir können mittlerweile also auch dann hier die Bergbank abreißen, jetzt hier das Schweinchen hier, aber das passt eigentlich. Achso, jetzt haben wir ja. Das war natürlich ganz schlau gewesen. Müssen erst wieder die Bergbank hinstellen. Sonst können wir ja nichts abreißen. So. So. Zahn. Also wie gesagt, ne, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja. So sieht gut aus. Wir haben ja jetzt alles, ne, 2 Schweinchen gefangen. Mit der Zeit werden die dann dementsprechend glücklich. Ne, dauert so knapp 3 bis 4 Ingame-Tage. Könnt natürlich auch gleichzeitig dann 2 holen, wenn da mehrere sind an der Stelle, wo ihr unterwegs seid. Dann habt ihr einen Tag direkt. Habt ihr das in einem Abwasch, wenn ihr direkt 2 auf einmal macht, dann müsst ihr nicht länger warten. Ich hatte natürlich jetzt, um euch das hier zu zeigen zu können, 1 nacheinander, damit ich euch auch genau sagen konnte, wie lange so ein Schweinchen braucht, bis das ja, zahm wird. Und mit dem Ferkelchen, das ging jetzt echt super schnell. Wie gesagt, so 1,5 Tage etwa, also ja, sagen wir mal 1 bis 2 Tage. Da war das Ferkelchen da. Und jetzt kann es mit dem Nachwuchs weitergehen. Ne? Und dementsprechend, wenn ihr ein paar habt, wie gesagt, denkt dran, immer das Futter hier reinzuschmeißen. Ihr seht ja, hier blinkt überall alles. Und dann könnt ihr euch hier die Tierchen abschlachten und euer eigenes Fleisch und Fell bzw. Leder dementsprechend holen. Ne? Ja, und das soll es dann auch gewesen sein. Mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen. Ich hoffe, es hat euch natürlich wieder gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann einen Daumen da lasst. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch genauso freuen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Guide.
Haut rein, euer Nobody. Ciao, ciao.